Es ist halt nicht so, dass du 20 Rolexe kaufen kannst und erwarten kannst, dass alle 20 überproportional, also Inflation plus, sagen wir mal, Steuern steigen und noch was obendrauf, sondern wenn 20 nur 2, 3. Das hat aber damit zu tun, wo man einsteigt. Nehmen wir nochmal das Beispiel von dieser Uhr hier. Diese Uhr hier wurde gehandelt, sagen wir mal, für eine ganze Weile für 80.000 Euro, 83.000 Euro und so weiter. So, jetzt wird die aber noch produziert. Die Händler sind ja auch nicht blöd. Die legen sich also jetzt hiervon, jetzt gerade in Dubai, das lieben die Leute, haben jetzt da 10 Stück von. 10 Stück. Und die haben die gekauft für 60. Und legen die alle hin. Jetzt die Uhr bei 83. Auf einmal ist die Uhr wieder auf 79. Natürlich, weil Dubai der vor uns ist, sagen die jetzt, okay, komm, müssen wir verkaufen. Die bieten das den europäischen Händler an. Und zack, ist das Ding ganz schnell im EK auf 70. Derjenige, der dann halt bei 80 eingestiegen hat, hat gesagt, ja, vielleicht geht die Uhr auf 100. Der ist dann halt schon am Ende, ne?